Hallo, liebe Mallorca-Freunde und alle, die es werden wollen, liebe Besucher des Mallorca-Kanals. Wir sind gerade auf der Promenade auf dem Boulevard in Pagera, Mallorca und laufen zum Strand. Wir wollen mal schauen, was jetzt so los ist, wenn die Saison losgeht und ja, wie allgemein die Stimmung ist. Das Wetter ist der Wahnsinn. Das lässt einem das Herz lachen. Ja, alles ist offen, vieles ist offen zumindest. Ja, und schauen wir mal. Viel Spaß, genießt es. Fühlt euch wie zu Hause auf dem Kanal. Ihr habt ja sicher gesehen, wir haben sehr viele verschiedene Mallorca-Videos. Wir bringen immer Neues. Aus Spaß an der Freude an dieser wunderbaren Insel. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr irgendwelche Wünsche habt. Jo. Oder einfach nur ein nettes Hallo, das freut uns auch. Viel Spaß noch. Ja, und ich melde mich bestimmt später nochmal. Gleich noch ein paar Fun Facts über Pagera. Für Leute, die hier noch nicht waren oder die vielleicht zufällig auf dieses Video gestoßen sind und gern wüssten, worum es genau geht. Pagera ist ein, kann man sagen, Touristenort im Südwesten Mallorcas, in der Gemeinde Calvia. Pagera ist sehr auf deutsche Urlauber ausgelegt. Ja, und auch über das Jahr sind hier deutsche Urlauber, sowohl im Sommer als auch im Winter. Hier gibt es viele Möglichkeiten, verschiedene Sportarten auszuüben. Es gibt drei wunderbare Strände, über die wir auch noch einzelne Filme bringen werden. Dann gibt es im Hinterland auch, da es hügelig ist, auch Wandern ist da interessant. Ja, das sind ja eigentlich schon die Ausläufer des Tramuntana-Gebirges, an denen Pagera liegt. Ja, die Landschaft ist sehr reizvoll. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Menschen gemacht, die waren immer sehr nett zu mir. Das Wetter ist größtenteils Bombe. Und ja, schaut einfach selbst jetzt mal. Sollten irgendwelche Fragen offen sein? Ja, man kann ja Dr. Google fragen, sage ich mir immer. Deswegen mache ich hier nicht so viel mit allgemeinen Infos, die überall nachschlagbar sind. Ja, wie gesagt, eigentlich wollen wir die Insel für sich sprechen lassen, eigentlich mehr über Bilder. Aber wenn jemand natürlich Fragen hat und die hier stellen möchte, herzlich willkommen. Immer Fragen und wir versuchen, das zu beantworten, für euch da zu sein. Ja, und falls wir was nicht wissen, vielleicht weiß ja ein anderer Nutzer, ein anderer Zuschauer, ein anderer Mallorca-Freund, diese Frage zu beantworten. Immer her damit. Wow, und schaut mal, jetzt sind wir schon am Strand, an der Promenade, am ersten Strand der Playa Palmira. Ja, ich würde sagen, jetzt klinke ich mich aber wirklich aus, genießt. Ich hoffe, ihr genießt. Ja, wie soll man da nicht genießen? Ich wünsche euch sehr viel Spaß und Freude und dass euch das Ganze ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Viel Spaß, ihr Lieben. Ja, bis später. Ja, der Baulärm ist ein bisschen annoying. Es geht um das Hotel da rechts oben. Da wird gebaut und es ist eigentlich überhaupt niemanden und überhaupt nicht klar, was da mal draus wird. Jedenfalls konnte ich nichts drüber finden. Hat da jemand andere Informationen? Das wäre sicher interessant für Pagera-Kenner, da vielleicht auch was zu erfahren, wenn die das nicht wissen. Ja, also wenn da jemand Informationen hat, was dann da draus werden soll, gerne her damit und ich bedanke mich sehr herzlich. Alles klar, Leute. Sollte das mit dem Baulärm hier anhalten, gebe ich euch halt Musik aufs Ohr. Das kann man dann nicht ändern. Ja, schauen wir mal. Viel Spaß. Musik.
깊은 바닷속에선 얼타리라 왔어. 어째 나는 이제 봐라. 우린 함께할 네 모습이 보여. Well, everything boy. 우리 멀리 떠나져 있어. Baby, 너 여기 밖은 추워. Swimming, swimming, swimming like a bird. Dreaming, dreaming, I can fly to anywhere. You are. Just sort of a thing.
Ja, liebe Mallorca-Freunde, ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, so könnt ihr uns unterstützen. Hinterlasst Kommentare. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Anna von Arenal Unzensiert. German on the beat.